bisschen rum. Holen sich dann wahrscheinlich das zu essen irgendwann mal. Und dann kümmern wir uns mal darum, dass wir ein bisschen Strom produzieren. Und jetzt haben wir einen dritten Typen oder einen vierten Typen gekriegt. Schauen wir mal, was der kann. Ja, das ist 21. Sehr sozial und ist nackt. Juhu. Haben wir schon mal den dritten, den vierten jetzt hier. Der ist mit Aufseher und Schalter. Okay. Gärtner machen wir weg, dafür ist er Landwirt mit. Und Künstler auch. Und Arzt, dadurch, dass er es besser lernt. Kein Reiniger. So, müssen wir jetzt wahrscheinlich noch ein drittes, viertes Bett bauen. So, Möbel, Bett. Zack. So, und schon haben wir eine einfache Stromversorgung. Und jetzt machen wir das hier innen drin alles ein bisschen attraktiver. So. Ordentliche Wände. Und eine Tür hier rein. Dafür brauchen wir einfach ein bisschen Holz, aber das kriegen wir ja dadurch. Wir haben ja hier auf den Bäumen stehen. Sollen sie ein bisschen Holzhacken gehen. So. Auch gleich weiter, dann machen wir hier, also hier kommen jetzt hier ein paar Wohnungen dann noch hin. Das ist Silber, das brauchen wir nicht. Dann machen wir jetzt hier eine Kammer für die Batterien hin. Jetzt müssen wir kurz überlegen, wie breit ist so eine Batterie? 2, damit es auch schön aussieht. So, 7, da können wir 2. So, passt. Da können wir. Jetzt muss ich überlegen. 2, da fehlt noch eine Reihe. So. Gärtnern. So. Und eine Vorratskapsel mit Leder. Da oben sind wir. Zurzeit ist es noch nicht schön hier, aber das kommt noch. So.
So, jetzt seid ihr auch im Bett. Und dann Strom bauen wir hier eine einfache Batterie schon mal hin. So, zwei Stück. Das verbinden wir mit dem Kabel. So. Wunderbar. Und dann sagen wir noch hier das abbauen und das abbauen. So. Und noch eine Vorratskapsel und noch mehr Leder. Aber wir brauchen langsam mal was zu essen. Und da haben wir schon die ersten Beeren gepflückt. Und da kommt der. So, Struktur. Hier eine Wand. Da eine Wand. Und dann machen wir hier nebenan ein Esszimmer hin. Oder ja, ein Esszimmer. Auch so groß wie die anderen. Aber dann hier mit einer großen Kammer zum die Vorräte. Und jetzt haben wir Uranerz gefunden. So, schauen wir mal, was Strom, wo fehlt uns noch? Hier ein Stückchen, dann werden die auch befüllt. So, jetzt laden die sich. Da können wir jetzt hier auch schon anfangen, Lampen hinzustellen. Eine hier und eine hier hin. Und schon haben wir ein bisschen Strom. Kann man hier noch sagen, baut etwas Eisen ab. Jetzt sind die irgendwo unterwegs. So, und die werden jetzt entladen. Und ja. So, die können jetzt wahrscheinlich eh nicht gut schlafen, denn geteiltes Schlafzimmer, aber da müssen sie durch, aber ansonsten sehen sie eigentlich ziemlich gemütlich aus. Von daher, Stimmung passt erstmal. Und noch eine Vorratskapsel mit Schieferblöcken. Die sind ein bisschen härter als die Holzwände. Starker Schmerz hämmert für die Kolonisten. So. Zack. Ja, können wir löschen. Was ist das? Uran? Okay, das haben wir gerade gekriegt. Das ist alles Eisen. Und dann geht's weiter mit Holzhacken. So, das kann ja der eine Typ da machen, den wir dafür neu gekriegt haben. Und jetzt ist Sommer. Das heißt hohe Temperaturen und unsere Nahrung hält weniger. Deswegen habe ich jetzt hier schon angefangen, so eine Kühlkammer zu bauen. Und hier so einen kleinen Bupsel. Der Bupsel ist dafür, weil hier kommt dann diese Kühlung hin. Und die hat zwei Seiten. Eine, die wärmt und eine, die kühlt. Und die kühlende Seite machen wir dann hier hin. Und die wärmende.
Und die führt dann erstmal ins Nichts. Aber können wir dann später dafür benutzen, um meine Kolonie zu heizen. Denn zurzeit sind angenehme 20 Grad hier drin. Und ja. So, hoffentlich baut er das ab. Wunderbar. Und jetzt werden wir angegriffen von einer Gruppe Piraten. Dafür holen wir uns mal ein Geschütz. Und jetzt sagen wir einfach allen, die sollen dieses Geschütz bauen. So, wo sind die? Das ist einer. Ich schau mal, was der kann. Der ist alt, der sieht nichts. Ja, der ist nicht wirklich eine Gefahr. Hin und her. Okay, der wird jetzt wahrscheinlich gleich angegriffen. Den sagen wir mal, der soll hier hingehen. Und der Tante sagen wir das auch. Ups, dafür müssen wir das Modus umschalten. Ah, jetzt habe ich angegriffen. So, jetzt müssen wir noch aufpassen, dass wir nicht. Wunderbar. So, der greift das Ding jetzt an, wird aber beschossen. Und mal gucken, was zuerst kaputt geht. So. Da haben wir den jetzt. Und jetzt können wir dem erstmal helfen. Oder wir lassen ihn sterben. Zum Helfen müssten wir jetzt ein weiteres Bett bauen, wo wir dann sagen, das ist ein Krankenbett. Das ist einfach hier Holzbett. Stellen wir das mal einfach hier mal mit so rein in unsere Kammer. Wir müssen dann aber eine Tür davor setzen. So. Ich hoffe mal, der hält noch ein bisschen durch. Ja, die Vorratskapsel, was haben wir da? Noch mehr Fell. So, dann sagen wir hier, das ist unser Gefangenenbett und Krankenbett. Und warte mal, jetzt haben wir doch hier irgendwo so einen Typen, genau den. Den sagen wir mal, der soll den gefangen nehmen. So, und dann soll er auch noch geheilt werden. Wir machen ein kleines freundliches Gespräch mit dem. So, und jetzt tut unser nackter Typ den anderen Typen behandeln. Behandelt jetzt seine Wunde. Also jetzt, wie man sieht, überlaufen Pflaster, das ist wurde behandelt. Und der Rest nicht. So, mal hier noch mehr von dem Zeugs. Und ja. Okay, jetzt hat er schon eine schwere Krankheit. Was hat er? Rückenschmerzen, viel Blutverlust. Aber ansonsten sieht es eigentlich. Ah, da. Die Niere ist infiziert. Naja. Wenn er schafft. Juhu, wenn nicht, dann. Naja. So, jetzt hat er schon zwei wahrscheinlich. Genau. Linke Niere. Und der Oberkörper hat eine infizierte Wunde. Das ist jetzt halt die Frage, retten wir ihn oder lassen wir ihn sterben?
Wenn wir ihn retten, können wir ihn freilassen, dass wir besser dann unsere Ansehen bei der Fraktion. Der ist von die Kröte der Chaos. Da, naja, schauen wir mal, ob wir es schaffen. Jetzt haben wir beide Wunden behandelt, also wie man sieht, sind die jetzt behandelt. Dauert aber noch, bis der Immun dagegen wird oder das geheilt wird. Also zurzeit sind wir hier bei der bei 12% und hier auch. Und ich denke mal, der eine Typ kann weiter Holz hacken, weil das brauchen wir in der nächsten Zeit öfters oder mehr davon. Und dann noch eine zweite Solaranlage, die machen wir hier hin. Machen wir mal zwei. Dann haben wir erstmal genügend. Weil die münden wir noch mit Strom. Einmal ein das Kabel und das Kabel. So, das ist jetzt auch mit der verbunden und jetzt sollte die schneller laden. Und haben wir hier noch irgendwas liegen, haben wir noch Medizin liegen. Die verdirbt mit der Zeit. Und hier haben wir das eine Schwein, das ist gestorben. Gut. Und dann fangen wir hier schon mal an, das alles drinnen ein bisschen schöner zu machen, indem wir Holzböden verlegen. Und der Holzhacker, der hackt Holz. So, jetzt müssen wir halt warten, auch bis sie wieder nachgewachsen sind. So, wie geht's dem jetzt hier eigentlich? Der ist infiziert, aber. Oh, was ist jetzt explodiert? Okay, das ist ein kleines Malheur mit dem Stroh. Und jetzt wird das hier von den Leuten gelöscht. Hoffen wir mal, die kriegen das hin. Wunderbar. Und ein weiterer Angriff. Mal gucken, wer dieses Mal ist. Typ mit Pistole. Mal, dass es schnell Nacht, Tag wird. Wo rennt die hin? Schwere Krankheit, ja, mei. Kann ich auch nicht helfen jetzt dem Typ. So, dass man wieder mit Medizin behandelt.